Ja, herzlich willkommen. Thema Patient zu Patient. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Selbsthilfe. Ich bin selbst betroffener Patient. Ich habe heute dankenswerterweise noch eine Kollegin dabei. Wir teilen uns das ein bisschen auf. Ursprünglich hatten wir geplant, gemeinsam hier zu sitzen und so ein bisschen mit Frage-Antwort das so ein bisschen lebendiger zu gestalten. Das Thema, das ist uns aufgrund von Corona jetzt nicht erlaubt. Wir wechseln also dazwischen einmal kurz, also dass Sie sich darauf einstellen, dass wir auch mal hier den Stuhl wieder freiraumen müssen und dementsprechend hier nur mit begrenzter Mannschaft im Studio sein dürfen. Ich persönlich, mein Name ist Ralf Krohn, meine Mitmoderatorin heute ist Tessa Wolf, die kommt nachher doch zu Ihnen. Vielleicht zu mir einmal ganz kurz, wer bin ich eigentlich? Ich bin selbst betroffen, ich bin 57 Jahre alt, bin Familienvater, habe vier Kinder, habe leider 2014 ein Zungengrundkarzinom Befund erhalten, HPV indiziert. Und habe eigentlich so alle Freuden dieser Krankheit durchleben dürfen. Angefangen mit einer OP über 7,5 Stunden bis über die Bestrahlung mit Begleitchemo habe ich alles mitmachen dürfen und meine Erfahrung dort gesammelt und in dieser Zeit auch erlebt, wie das auf mein Umfeld gewirkt hat, was bei mir letztendlich auch ausgelöst hat, so ein bisschen Selbsthilfe, eine Selbsthilfegruppe mit aufzumachen. Vielen Dank auch nochmal an die Asklepios-Klinik, dass wir heute uns so ein bisschen hier präsentieren dürfen. Das ist wirklich eine tolle Gelegenheit. Es ist halt ein wichtiger Prozess aus meiner Sicht, dass wir in der Lage sind, auch in allen Phasen irgendwann Leuten, Menschen zu helfen, die auch betroffen sind von dieser Krankheit. Und damit meine ich nicht nur die wirklich die an Krebs erkranken, sondern das Umfeld, das sehr mitleidet, die Kinder, die Partner. Eigentlich die Eltern, alle sind irgendwie auch mit betroffen und an die denkt man eigentlich gar nicht. Also Selbsthilfe ist also ein weiterer Begriff und das versuchen wir heute so ein bisschen klarer darzustellen und am Ende vielleicht finden wir den einen oder anderen, der Lust hat, uns ein bisschen zu unterstützen in Form von kleiner Mitarbeit. Vielleicht mal einmal zu dem, was wir heute zeigen wollen. Einmal vielleicht die Agenda zu unserem Thema. Also, was haben wir vor? Einmal eine kurze Vorstellung des Selbsthilfenetzwerks Kopf, Hals, Mund, Krebs e.V. Das wird die Tessa übernehmen gleich und uns so ein bisschen da durchführen und erzählen, wo bekomme ich übergreifend, kann ich Informationen, Ansprechpartner, Hilfen finden, etc. etc. Wichtig, dass wir vielleicht so einen Einstieg einmal haben vom Grundsatz her, wie das Ganze bei uns hier in Deutschland organisiert ist und wo wir uns dann einordnen und wiederfinden können und wo wir auch Hilfe bekommen können, übergreifend. Im Detail geht es in der Selbsthilfe natürlich darum, für wen und wie kann das stattfinden und wann, wie kann ich solche Selbsthilfe eigentlich verstehen, wie sieht das eigentlich aus, was gibt es dafür für Möglichkeiten. Da haben wir auch natürlich Lust, weitere Inspirationen von außen zu bekommen. Ich würde meine persönliche Vision einfach einmal nochmal darstellen für eine Selbsthilfegruppe. Wie sollte das eigentlich funktionieren oder wie sollte die Selbsthilfe eigentlich funktionieren im tatsächlichen Doing, weil das ganze Thema ist höchst persönlich. Es ist einfach eine Geschichte. Manche mögen gar nicht drüber reden, manche reden gern drum, manche möchten helfen, manche ziehen sich zurück. Es ist einfach ein persönliches Thema und lässt sich nicht verallgemeinern. Insofern sind wir natürlich auch offen, im Anschluss ein bisschen in Fragen und in Diskussionen zu gehen und würden uns freuen, wenn wir ein paar Anmerkungen auch noch bekommen. Also ich übergebe dann gerne mal an die Frau Wolf. Ich muss jetzt einmal aus dem Studio raus, sodass sie reinkommen kann. Einen Augenblick bitte. So, wie versprochen, wurde der Wechsel vollzogen und jetzt sitze ich bei Ihnen. Tessa Wolf ist mein Name. Ich bin hier zusammen mit Ralf Krohn, um über die Selbsthilfe zu sprechen und wollte gerne zuerst noch kurz anfangen, etwas zu mir zu erzählen. Ich bin 49 Jahre alt und vor 4 Jahren wurde bei mir ein Karzinom der kleinen Speicheldrüse an der Zunge diagnostiziert. Und tatsächlich ging es mir wahrscheinlich wie vielen von Ihnen, dass ich total vor den Kopf gestoßen war, weil ich ehrlich gesagt nicht mal wusste, dass man dort
Krebs haben kann. Und ich habe mich sehr viel informiert über das Internet, habe viel mit den Ärzten gesprochen, habe versucht, möglichst viele Informationen zusammenzusammeln, aber habe keine anderen Betroffenen gefunden, mit denen ich mich austauschen kann. Ich bin auf irgendwelchen Seiten in den USA gelandet und habe da im Internet mitgechattet, um ein paar Informationen zum Behandlungsverlauf, zur Frage Bestrahlung. Ist das normal, dass es hier zieht? Oder hast du das auch schon gemacht? Oder wie machst du es mit deinen Zähnen? Oder all diese 100.000 Fragen, die man sich dann so stellt, um die loszuwerden. Und das war tatsächlich dann auch der Grund und die Inspiration für mich, zu sagen, ach, wir müssen hier in Deutschland oder auch in Hamburg was gestalten. Jetzt ist meine Lebenssituation auch so, ich habe ein kleines Kind oder relativ kleines Kind und kann nicht so regelmäßig dabei sein. Aber Selbsthilfe funktioniert eben auch so, dass jeder gibt, was er kann. Ich kann immer mal bei Vorträgen dabei sein. Ich kann Leute am Telefon mich austauschen, mit denen Fragen beantworten. Und wie Ralf schon sagte, ist toll, wenn es noch andere gibt, die sich da dem anschließen und einfach Menschen unterstützen in dieser schweren Zeit der Diagnose, der Behandlung und auch im Nachhinein über die vielen Fragen, die sich einem ja oft stellen. Heute möchte ich nochmal das Kopf-Hals-Mund-Netzwerk vorstellen, was ich dann gefunden habe und dem ich mich angeschlossen habe. Das ist ein Verein, der an das Haus der Deutschen Krebs-Selbsthilfe angeschlossen ist, das heißt am Ende von der Deutschen Krebshilfe mit auch unterstützt wird. Und er nennt sich Kopf-Hals-Mund-Krebs e.V. Das Mund soll zum einen natürlich ausdrücken, dass wir Leute ansprechen, die in dem Bereich mit Krebs betroffen sind, aber natürlich passt es auch so schön, es geht ums Mitmachen, dass man Angehörigen und Gleichbetroffenen hilft. Es geht ums Unterstützen, dass wir Mitglieder finden, aber dass wir sie auch unterstützen auf der Behandlungsreise. Es geht ums Netzwerken, dass wir uns austauschen können. Wer hat welchen Flyer oder was hat dir geholfen, was hat mir geholfen? Und das Ziel ist eben auch, deutschlandweit so was anbieten zu können. Insgesamt gibt es ca. 14.000 Betroffene mit Kopf-Hals-Mund-Krebs pro Jahr in Deutschland. Das sagt das Robert-Koch-Institut und das sind Zahlen von 2016. Und dabei geht es eben ganz klar um die Tumoren der Mundhöhle, also Lippe, Zunge, Mundbuden, Gaumen, Speicheldrüsen, Mandeln, des Rachens, aber auch der Nase und der Nasennebenhöhle. Das sind so die über dieses Netzwerk vorrangig angesprochen werden. Aber es sind tatsächlich auch Leute mit anderen Krebsentitäten eingebunden. Was ich schon sagte, geht es hier vorrangig darum, Ansprechpartner zu sein, aber auch das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, Selbsthilfegruppen aufzubauen, wo ein solcher Austausch dann tatsächlich noch viel besser möglich ist. Bislang gibt es 22 Gruppen und es sind ungefähr 250 Betroffene aktiv. Bis zu den 14.000, die es gibt pro Jahr, haben wir also noch einen ordentlichen Weg zu gehen, aber aller Anfang braucht Zeit. Es gibt auch eine Website, also wenn Sie möchten, gucken Sie doch mal da rein, www.kopf-hals-mundkrebs.de und dort werden auch immer Schulungen, Seminare oder auch kleine Filme etc. angeboten. Gerade arbeitet das Netzwerk auch an einer App, die tatsächlich Informationen geben soll zum Behandlungsverlauf, aber auch beispielsweise kleine logopädische Übungen oder Rezepte für Menschen, die Schluckbeschwerden haben, anbieten soll und so weiter. Sobald die fertig ist, werden wir auch darüber dann auf der Website informieren. Es gibt sehr viele Vorträge. Es gibt Zusammenarbeit mit Kliniken. Was auch gerade aufgebaut wird, sind Vorträge bei Reha-Kliniken, sodass wir versuchen, Menschen relativ früh zu erreichen mit der Information, dass es ein Netzwerk gibt, wo man sich austauschen kann und Patiententelefon, Online-Foren etc. Also tatsächlich das, was man sich wahrscheinlich auch unter Selbsthilfe und so also einem Selbsthilfenetzwerk vorstellt und was man erwarten würde. In Hamburg tatsächlich sind wir in Kontakt mit Ralf Krohn und seiner Gruppe und freuen uns sehr, dass da der Austausch besteht. Und es ist schön zu sehen, dass hier vor Ort eben auch eine Gruppe ansprechbar ist. Das Netzwerk ist Mitglied in allen möglichen
in allen möglichen anderen Organisationen und damit auch eine politische Vertretung für die Stimme der Erkrankten, wenn es um Fragen geht wie Schwerbehinderung und Ähnliches. Damit wäre ich schon wieder am Ende mit meinem Beitrag. Ich würde mich freuen, wenn das Interesse gefunden hat und würde jetzt wieder an Ralf zurückgeben, der nochmal genauer berichtet, was die Gruppe in Hamburg tatsächlich genau tut und wie dort die Organisation aussieht. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und melden Sie sich gern, wenn Sie Fragen haben. Ja, vielen Dank an Tessa für die kurze und knappe und sehr, sehr plastische Darstellung, wie der Verband, der Verein, der sich darauf gesetzt hat, auf deutschlandweit, um uns zu unterstützen und ein bisschen Lobbyarbeit auch zu machen in Berlin. Wie sieht jetzt aber Selbsthilfe eigentlich konkret aus und für wen ist sie eigentlich? Wie funktioniert das und wann? Ich kann da ja natürlich jetzt nicht für andere Gruppen sprechen. Ich kann so ein bisschen erzählen aus dem Alltag dessen, was wir erlebt haben. Also wir hatten das große Glück in der Asklepios-Klinik St. Georg mit Professor Meyer, dass wir jemanden hatten, der uns von Anfang an auch immer tatkräftig unterstützt hat und uns Räume mit organisiert hat und wirklich, wirklich auch geholfen hat, dass wir dort auch immer wieder interessante kleine Vorträge von ihm oder auch von anderen Ärzten mal bekommen haben, die uns einfach weiterbringen in unserem Wissen rund um den Komplex dieser Krankheit. Generell, für welche Menschen sind eigentlich betroffen? Ich hatte das eingangs schon ein bisschen erwähnt. Es ist halt ein Thema, das beginnt dort. Ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt. Diese Krankheit. Das heißt, auch schon das Bekanntmachen des Umstands des HPV-Virus ist auch ein Teil der Selbsthilfe aus meiner Sicht, also vor der Erkrankung überhaupt. Das Wissen darum, dass ich meine Kinder, ich habe jetzt mal 4 Jungs, auch alle impfen kann, war mir nicht bewusst, ist auch relativ neu. Damit kann ich sie schützen. Bisher war es nur so, dass Mädchen in der Vorsorge geimpft wurden. Diese Möglichkeiten haben Jungs jetzt auch seit, ich weiß gar nicht, einem Jahr ungefähr. Sollte man aus meiner Sicht, also wenn man das erlebt hat, was ich erlebt habe, wenn man es damit verhindern kann, auf jeden Fall darüber nachdenken, das sowas wahrzunehmen. Aber ist auch ein Teil, der letztendlich in der Kommunikation und in der Selbsthilfe entsteht und sich verbreitern kann. Generell aus dem Erlebensverlauf, auch so wie Tessa ihn uns geschildert hat, ist eigentlich immer das Thema, wann kann ich mich überhaupt von Patient zu Patient, das ist ja unser Thema, auch mal austauschen. Wo finde ich überhaupt Menschen, die Erfahrungen gesammelt haben, die Dinge durchlebt haben, die in irgendeiner Form nachvollziehen können, die Situation, in der ich stecke. Das heißt, ich als selbst betroffener Mensch möchte mich natürlich auch austauschen, am Anfang vielleicht darüber, was kommt auf mich zu. Und zwar nicht unter dem Aspekt, das, was der Arzt kennt und weiß und mir schildern kann, sondern einfach unter dem persönlichen Aspekt. Der Verlauf kann bei jedem anders sein. Also das ist nie das Gleiche, aber es ist ein anderes Gefühl, mit Menschen sich auszutauschen, die dieses Erlebnis schon einmal hatten und die einfach einen anderen Blick auf die Situation haben und die auch schildern können. Was auch enorm Einfluss hat, ist aus meiner Sicht der Einfluss auf die Lebenspartner und auf die gesamte Lebenssituation. Beruf, Partnerschaft, wie empfindet der Partner diese Situation der völligen Hilflosigkeit, wenn ich daneben stehe? Wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Auch ein wichtiger Aspekt, also wir haben in unseren Runden auch oft die Ehepartner mit in den Selbsthilfegruppen gehabt, weil auch die letztendlich untereinander sich gerne ausgetauscht haben, weil die erleben natürlich die Krankheit von uns Betroffenen in einem ganz anderen Maß, weil der Mensch, den ich da vorher hatte, plötzlich Behinderung hat, die er nie hatte, oder ums Leben kämpft in der Operationszeit oder in der Chemo- und Strahlentherapie in Depression verfällt. Insofern gibt es dort unglaublich viele Aspekte vor und der Erkrankung. Während der Diagnose, wie gehe ich da um, wie geht mein Leben weiter, Operation, Therapie, wie gehe ich mit den Therapien um. Und dieser Austausch, den Austausch Leben zu gestalten, das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir versuchen sollten in einer Therapie, Selbsttherapie, wenn man das so nennt,
nennen sollte, das weiterzuentwickeln. Auch der Dialog mit den Eltern, den Familien, den Freunden, den Ärzten, in meinem Fall mit den Krankenkassen, die einfach mal entschieden hatten, wir bezahlen mal die Behandlung nicht. Das sind alles so Situationen, wo eine Selbsthilfegruppe durchaus hilfreich ist, weil das sind Dinge, die Ärzte wahrscheinlich, also im seltensten Fall überhaupt erfahren, weil das, woher sollen sie erfahren, dass wir Probleme mit der Krankenkasse bekommen? Manchmal. Vielleicht die betroffenen Ärzte, denen man noch Geld schuldet. Aber ansonsten bekommt auch ein Arzt das selten mit. Das sind alles Aspekte, die wir auch behandelt haben in unseren Treffen. Wie geht das vor sich? Also wir treffen uns einmal im Quartal, meistens in der Asklepios-Klinik. Wir haben aber auch schon mal Weihnachten zusammen gekocht, alle zusammen. Da waren dann auch eine Firma dabei, die uns so ein bisschen unterstützt hat an der Stelle, die einfach ihre Nahrungshilfen und speichelproduzierenden Produkte vorgestellt hat. Also wir versuchen immer so ein bisschen das Leben zu gestalten. Im Moment arbeiten wir daran, das hat leider Corona so ein bisschen verhindert, an Lymphdrainagen, die für diejenigen, die betroffen sind, sehr hilfreich sind, arbeiten wir damit, dass wir versuchen, jemanden, der dort wirklich auch Therapeuten ausbildet, dass der einfach für einen Tag uns zur Verfügung steht, ein bisschen theoretisch uns Grundlagen erläutert und dann aber auch behandelt. Das sind also Aktionen, die wir planen, oder wir holen einen Zahnarzt dazu. Das ist jetzt die nächste Aktion, die wir planen, der einfach mal dadurch, dass die Zähne und die Kieferknochen durch die Bestrahlung beschädigt sein können, ist halt Parodontose halt ein großes Thema auch und Zähne ein großes Thema. Oder welche Zahnpasta benutzt du? Also das erstmal die Hilfe, die Selbsthilfe, vielleicht zusammenfassend, ist eigentlich ein Thema, das sich von Vorerkrankung, Diagnose bis hin über die Reha, Nachsorge, Rückfall, heilbar, nicht heilbar und wie werde ich wieder gesund, letztendlich zieht. Also sehr interessant, wenn man sich mit diesen Menschen unterhält. Das war für mich sehr, sehr belehrend, weil jeder hat eine andere Sicht auf seine persönliche Situation und geht anders damit um. Das hilft auf jeden Fall weiter und hat mich viele Schritte vorangebracht in den letzten Jahren. Und ich bin dankenswerterweise jetzt auch gesund geworden. Das vielleicht einmal so als für wen sollte Selbsthilfe da sein. Also es schränkt sich nicht nur auf den betroffenen Menschen ein, sondern das gesamte Umfeld, auch die Kinder und so weiter in ihrer mit ihren Sorgen, die dort auch stark mit betroffen sind und leiden müssen, wenn ihre Eltern krank werden, sind auch nicht zu vernachlässigen in dieser ganzen Konstellation. So, wie würde also eine Selbsthilfegruppe aussehen, die dann wirklich in sich funktioniert und wie könnte so ein Netzwerk funktionieren, das wirklich in allen Phasen dieser Erkrankung sowohl den Patienten helfen kann, im Austausch mit anderen Patienten, aber auch dem Umfeld helfen kann. Deswegen glaube ich, dass wir eigentlich viele engagierte Patienten, aber auch vielleicht Partner von Patienten als Unterstützung brauchen könnten, die einfach mitmachen bei uns und sich zur Verfügung stellen, vielleicht Ansprechpartner zu sein, wenn Leute die Diagnose bekommen haben oder Leute Probleme haben in der Reha oder mit Krankenkassen und so weiter und so fort, dass man bestimmte Themen abdecken kann mit unterschiedlichen Ansprechpartnern und man eine Selbsthilfe organisiert, die sich gegenseitig unterstützt, ohne dass der Einzelne sich dort vor Arbeit kaum noch retten kann, sondern dass man das ein bisschen verteilen kann untereinander und gemeinsam als Gruppe anderen Betroffenen und deren Angehörigen helfen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee und die Version. Also wir sind gerne und sehr deutlich offen dafür, dass wir Menschen finden, die bei uns einfach mit Lust haben, bei uns mitzumachen und anderen zu helfen, weil das kann auch ein sehr menschlich befriedigendes Erlebnis sein, anderen zu helfen. Das vielleicht einmal die Vision, vielleicht nochmal als Beispiel, vielleicht Beispiele, die wir gemacht haben, also Dinge, die man organisieren kann, auch das ist immer wieder Arbeit.
dass man Ärzte, also wir hatten Informationsabende letztendlich für Angehörige auch organisiert. Wie lebt man mit der Angst, dass es wiederkehrt? Was passiert den Kindern, wie können die weiterkommen, also wie organisiert man diese Formate, was ist mit Workshops für Yoga, Ernährung und Lymphdrainage, was kann ich essen, wie kann ich essen, was kann ich noch essen und so weiter und so fort. Vielleicht, dass man Notfalltelefone für bestimmte Aspekte und Phasen dieser Krankheit organisiert, dass man halt ein gesamtes Netzwerk schafft, in dem sich Menschen untereinander austauschen, die eine Lebenssituation haben, die es zu überstehen gilt und mit die man auch erstmal verarbeiten muss. Und dabei hilft es, miteinander zu reden und sich einander zu helfen. Deswegen noch einmal abschließend vielleicht aus meiner Sicht der Aspekt, vielen Dank nochmal an Professor Meyer für die große Hilfe, das Ganze in Gang gesetzt zu haben. Und wir hoffen, dass wir zukünftig das Ganze erweitern und weiter verbessern können. Ich gucke noch mal, ob es noch Fragen gibt. Aber ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie noch Fragen haben oder sich mit uns ein bisschen austauschen wollen, die Telefonnummern, meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wenn Sie schreiben wollen, und auch die von der Tessa Wolf, haben wir hier mit in dem Vortrag. Der Vortrag wird sicherlich veröffentlicht werden und da können Sie uns dann direkt erreichen und erfahren dann, wann wir uns wo, wie wieder treffen. Auch in Corona-Zeiten versuchen wir halt irgendwie, das irgendwie hinzukriegen und zu organisieren. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen, wer uns mitmachen wollen oder einfach nur Hilfe suchen, sind wir immer ansprechbar. Vielen Dank.